Am Freitag hat Energie Cottbus mit 0:2 beim Karlsruher SC verloren. Damit lautet die Bilanz des Neutrainers Rudi Bommer: ein Punkt aus 3 Spielen. Boris Poschalski zieht Bilanz und analysiert die Lage in der Lausitz zusammen mit einem, der schon lange für den FC Energie spielt. Er macht sich Sorgen. Daniel Ziebig, Dienstältester, 6 Jahre Energieprofi. Wir haben die ganze Zeit immer geredet, ja, wir schaffen das, schaffen das, schaffen das, aber wir holen die nötigen Punkte nicht hin. Das kann sehr gefährlich sein. Kommst du dann in so einen Strudel rein, und wenn du einmal unten drin steckst, ja, dann ist es schwer rauszukommen. Ich denke, dass jeder Spieler ein bisschen Gedanken machen konnte, ob das reicht. 7 Spiele ohne Sieg. Seit dem Hinspiel gegen den KSC in 17 Spielen nur 2-mal gewonnen. Das gibt Ärger. Es wird eng. Spätestens jetzt nach dem Spiel müssen wir ganz klar sagen, dass wir da jetzt, wir haben zwar noch ein bisschen ein kleines Puffer, aber ich denke, dass wir trotzdem im Abschiedskampf uns auseinandersetzen müssen. Ja. Der Trainer noch neu, die Probleme aber altbekannt. 3 Spiele, keinen Sieg für Rudi Bommer. Weil seine Spieler vieles können, oft überlegen sind, aber das Tor nicht treffen. Am Freitag gegen den Abstiegskandidaten KSC sieht alles gut aus. Direkt, schnell, modern. Sie haben Qualität, nur das allein bringt noch keinen einzigen Punkt. Bei uns sieht das richtig gut aus bis zum 16er. Aber dort, wo es dann gefährlich wird im Strafraum, haben wir, glaube ich, wenn man es gestern sieht, 6, 7, 8 richtig gute Chancen und machen das Tor nicht. Leonardo Bittencourt, ein überragendes Talent, aber jeder im Team verlässt sich darauf, dass Qualität sich auf Dauer durchsetzt. Dafür bräuchte es entweder mehr Glück oder Konzentration. Ich bin jetzt 3 Spiele da und im Moment ist es so, dass die Mannschaft einfach Konzentrationsschwächen hat vor dem Tor. Weil wenn du schon solche 100%ige hast, dann musst du eins machen. Und wenn man mal die Gegenseite sieht, wie Karlsruhe, die haben eine Möglichkeit und verwandeln das eiskalt. Das ist momentan der Unterschied. 2 Chancen, 2 Tore. Kontern im eigenen Stadion, Lavric 1:0. Und direkt anschließend gewährt Mörle dem Gegner plump einen zweiten Versuch. Jaschwili, am Ende steht nur eine 0:2 Niederlage. Muss man sich schon fragen, ob jeder Einzelne von uns so viel investiert, um den Fans, dem Verein und uns selber dann auch, denke ich, dann auch zu beschenken. Bommer reagiert. Trainingsfrei am Wochenende. Sie sollen auf einen anderen Gedanken kommen. Ich glaube, wer gestern nicht erwacht ist, dem kann man ja nicht mehr helfen. Energie im Februar 2012. Der Abstiegskampf hat begonnen.